Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu I Am Alive. Ich bin jetzt hier gerade rübergesprungen, denn ich denke, dass wir hier eine gute Chance haben, weiter nach oben zu kommen. Wir müssen den Leuten nämlich den Aufzug reparieren und dazu benötigen wir Benzin. Und die einzige Möglichkeit, denke ich, dass wir an Benzin kommen, ist, dass wir weiter nach oben klettern. Das Problem ist, ich sehe wirklich gar nichts. Und das ist kacke, denn ich da hinten ist offen. Kann jetzt gar nicht richtig sehen, wie wir hier weiterkommen. Okay, wahrscheinlich wäre die andere Richtung besser gewesen. Taschenlampe ist auch nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn bei diesen Kletterpartien, aber gut. Okay, ich glaube, sie sind mindestens mal ein Stockwerk oben drüber. Oh oh. Das ganze Ding wird ja jetzt hoffentlich nicht zusammenstürzen. Ein weiterer Kletterhaken. Wir sind jetzt schon verdammt weit oben. Da sind wir hergekommen. Und ich vermute, wir müssen noch weiter nach oben. Was ist denn da oben? Was ist denn das da, was da hängt? Hängt da was? Was ist das? Das sieht... Weiß ich nicht. Irgendwie nicht cool aus. Okay. Gleich werden wir einen Kletterhaken brauchen. Zum Beispiel hier. Plus, wir müssen unsere Ausdauerkapazität nochmal erhöhen. Okay, und jetzt denke ich, können wir weiter. Was ist das da oben? Das sieht komisch aus. Das gefällt mir nicht. Das sieht aus, wie wenn da einer hängt, oder? Oh Gott, nee, da hängt wirklich einer. Oh Gott, ist das furchtbar. Können wir da hoch? Können wir da hoch? Ja, können wir uns nämlich kurz ausruhen. Doch gewusst, dass das nichts Tolles ist hier. Das sieht echt hässlich aus. Hier hat er irgendwas. Die Sache ist, ich glaube, wir können hier nicht mal... Wir können hier nicht mal ganz nach oben, sondern müssen jetzt wieder zurück hier. Naja, wir haben immerhin einen Inhalator. Oh Gott. Schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Haken mehr. Ich habe keine Haken mehr. Du Junge, du sollst nach oben. Scheiße, Mann. Nee, ich muss irgendwas, was Wumms hat. Am besten so ein Inhalator. Nee, der hat ja nur Ausdauerkapazität. Scheiße. Das hier. Die Adrenalinspritze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt mach bitte keinen Scheiß hier und reagier bitte so, wie man dir sagt. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Wow, was ein Mist. Oh Mann. Ja, das Benzin für die Leute haben wir aber nicht gefunden. Das hätten wir wahrscheinlich unterwegs irgendwo schon finden müssen. Jetzt müssen wir zum Vergnügungspark. Aussicht. Der Vergnügungspark wird wahrscheinlich da hinten sein, wo dieses zerstörte Teil da ist. Da unten ist irgendwas. Wie ging das nochmal hier?
Ich weiß nicht mehr so richtig, wie das ging. Okay. Ich dachte, man kriegt es vielleicht nochmal angezeigt, aber nichts da. Okay, aber er hält sich, wenn man abbremst, hält er sich schon mal automatisch fest. Das ist schon mal ganz gut. Die Sache ist nur, wir haben keine Kletterhaken und müssen jetzt nach unten, Junge. Was ist denn mit dir immer? Warum hörst du nicht? Mann. So, wir gehen mal hier rein. Ne, jetzt sind wir wieder bei diesen Leuten. Aber jetzt ist hier aber die Tür offen. Okay. Die war doch vorhin nicht offen. Oder war die doch offen? Nee, die war nicht offen. Aber ich weiß nicht, wo wir Benzin herbekommen sollen, Leute. Keine Ahnung. Wir müssen weiter nach unten. Und wahrscheinlich da unten rutschen. Oh Gott. So, erstmal hier nochmal. Oh Gott. Nein, ich habe gar nicht geplant. Oh Gott. Hoffentlich lässt er mich jetzt von hier in Ruhe. Was ist das für ein Verrückter da oben? Ja, ich hoffe. Und jetzt? Gott, was ist denn mit diesen Leuten hier? Hm. Wo müssen wir jetzt lang? Weiß es nicht. Ich hänge mich mal hier ran. Okay, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich auf das andere Gebäude da drüben. Und von da irgendwie weiter. Wo sind wir denn überhaupt? Mhm. Ja. Hier geht's weiter. Hier sind wenigstens mal Sprossen. Müssen nur ein bisschen schauen, dass wir das jetzt hier auch schaffen. Aber da können wir uns, glaube ich, nochmal ausruhen. Das machen wir auf jeden Fall. Vorausgesetzt, da sind nicht wieder irgendwelche gruseligen Typen drin, die irgendwelche Rachetaten an uns vollbringen wollen. Waren wir hier schon? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall wieder viel, viel staubiger. Da steht jemand. Was willst du? Gar nichts. Müssen wir hier tatsächlich irgendwie lang? Oh nein, hier ist wieder total dunkel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Wir müssen doch eigentlich nur raus. Ist diese Kletterpartie wirklich sinnvoll jetzt? Oder müssen wir einfach da vorne weiter runter? Der Typ hat uns ja jetzt nichts gesagt, wie wir ihm hätten helfen können, also. Ich schaue jetzt nochmal hier. Ja, wir müssen hier lang. Das andere ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend, glaube ich. Wir haben sowieso keine Kletterhaken mehr und nicht mehr so viel Zeug, also ich traue mich das jetzt gerade nicht. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich irgendwie was verpassen. Okay, zum Vergnügungspark. Wir sind schon da? Nee. Okay, wir müssen... Aber hier ging es, glaube ich, gar nicht durch, wenn ich mich dran erinnere. Scheiße. Oh oh. Alter. Scheiße, das sind Tausende. Ach ja, wieso? Irgendwie
Die Steuerung ist, also ich bin jetzt auch nicht so sonderlich begabt, aber die Steuerung ist auch ziemlich gemein, muss ich sagen. So, wieso ging das jetzt nicht? Wieso konnte ich jetzt, der ist jetzt wieder zu dem lang mit der Waffe gesprungen und ich konnte irgendwie nicht mehr manuell zielen. Jetzt probieren wir das nochmal. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier machen sollen. Ich gehe einfach mal hier. Hier in dieser Gasse können sie mir nicht so von der Seite kommen. Denke ich mal. Oder? Ich habe keine Waffe mehr. Ich habe keine Kugel mehr. Ja, das war's schon wieder. Weil ich jetzt wieder aus Nervosität irgendwie doppelt geklickt habe. Und ja. Aber es macht natürlich Sinn, den mit der Waffe zuerst zu töten, denn der andere mit dieser Panzerung, der hat ja gar keine Waffe. So, jetzt mache ich das aber nochmal so. Ich habe nämlich keine Lust, dass die mich so umkreisen. Das kann man doch. Kann man das nicht irgendwie ein bisschen verhindern, indem ich mich vielleicht hier so ein bisschen ans Eck stelle? Oh, vor allen Dingen du blöde Maus. So. Alter, was ist denn mit dir? Wieso reagiert er denn nicht? Wieso hatte der sich denn jetzt überhaupt nicht... Ich habe ja mit der Waffe auf ihn gezielt. Wieso passiert denn da nichts? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Wieso war der denn jetzt überhaupt nicht beeindruckt von unserer Waffe? Nee. Geht mir gerade irgendwie nicht rein. Keine Ahnung. Also, ob da manche dann nicht mehr reagieren oder was? Oder ob das sozusagen ein spezieller Gegnertyp ist oder ob das jetzt verbuggt war? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall nervt's. Haben schon mal einen Erste-Hilfe-Kasten. Hier steht auch noch irgendwas rum. Oh Mann. Also das ist wirklich richtig ärgerlich, wenn das jetzt so... Also, wenn das jetzt nur teilweise... Aber es sind ja wirklich fast bei jedem Kampf ist irgendwie irgendein Bug drin. Und das nervt wirklich. Ich bin ja echt hart im Nehmen normalerweise, wenn es dann wenigstens, wenn man trotzdem irgendwie einen Fortschritt erreicht. Aber es ist halt, es stört halt irgendwie den Spielfluss so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen doof. Naja, hoffen wir, dass es jetzt besser wird. Ja, wir holen nochmal Luft da oben. Sollte ja noch reichen, irgendwie. Ja. Immerhin, der Kampf hat uns jetzt 5 Kugeln eingebracht. Das ist einiges. Die Sache ist nur die, wenn wir jetzt 5 Kugeln eingesammelt haben, werden wir wahrscheinlich auch auf ziemlichen Widerstand stoßen im Vergnügungspark. Das könnte ich mir denken. Sollen wir eigentlich direkt zum Vergnügungspark? Nicht mehr zu Handy, nee. Ne? Direkt zum Vergnügungspark, okay. Auch scheiße. Okay, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Rechts. Hat eine Waffe. Ach, scheiße, Mann. Der... Das waren sogar 2. Das waren 2 mit Panzerweste, das habe ich nicht bemerkt. Okay, so viel dazu. So viel zu unseren 5 Kugeln. Das war's schon wieder mit denen. Müssen wir eigentlich einfach nur hier langlaufen und mal Ausschau halten, ob wir nicht noch irgendwo was finden. Denn so langsam, so wahnsinnig viel haben wir nicht mehr. Also ich bin echt irgendwie bei diesen Kämpfen, das ist ja nicht meins. Das ist ja nicht meins.
Da bin ich ja jetzt echt ziemlich nupig drauf. Naja, irgendwie, wie gesagt, ich sag ja schon die ganze Zeit, irgendwie kommen wir die ganze Zeit irgendwie durch. Wir mogeln uns so ein bisschen durch. Okay, hier ist doch der Checkpoint. Warum tut sich jetzt hier nichts? Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder ein Fehler ist. Okay, alles klar. Es läuft noch. Ja. Wenn Sie gegen einen gepanzerten Gegner antreten, aktivieren Sie präzises Zielen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Hallo? Henry? Linda? Meg? Hallo? Split up and search for May. When we find her, we meet at the dock at the end of the pier. Then we get onto the boat together. Yeah, got it? Yeah, I think so. We have no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay. I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Das ist ja wohl jetzt nicht euer Ernst. Wir haben jetzt ihr die Pistole mitgegeben und wir haben nichts mehr. Na super. Das ist ja richtig toll. Falsche Richtung. Okay, was ist unsere Richtung? Hier lang, oder was? Weil hier ist ja alles versperrt. Na toll. Das könnt ihr mir jetzt mal erklären, wo wir lang sollen? Hier? Nee. Also. Hier hoch? Nee. Doch? Okay. Doch. Gut. Okay. Alles klar. Und May ist verschwunden. Mann. Und Henry ist sie suchen gegangen. In seinem Rollstuhl. Das ist natürlich gar keine tollen Voraussetzungen. Immerhin finden wir noch einen zweiten Pfeil. Ich nehme an, dass wir uns jetzt hier mit Pfeil und Bogen durchmetzeln müssen. Wir müssen wahrscheinlich da so ein bisschen stealth-mäßig jetzt unterwegs sein. Sonst haben wir ein Problem. Wir sind im Vergnügungspark. Also Vergnügungsparks. Solche, oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja. Ja. Das bringt jetzt gerade gar nichts. Zwei mit einer Waffe, wie soll ich das denn machen? Ist es möglich, dass die vielleicht einfach vorbeigehen? Ich war ja jetzt in diesen Dings da drin. In diesem Stand. Und dass die vielleicht, wenn man sich da drin versteckt, einfach vorbeigehen. Ich probiere das jetzt mal aus. Scheiße. Die haben uns doch schon gesehen wieder. Oder wer hat denn hier jetzt geredet? Ist das jetzt gerade euer Ernst? Okay. Wer ruft denn da schon wieder? Ist da jemand? Geh mal. Bisschen in Deckung. Ich glaube, da unten sitzt jemand. Kann das sein? Oh, you know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who broke my ribs. I'll tell you where he went if you patch me up. Okay, wieso hat er dir die Rippen gebrochen? Ja, verstecken. Mir doch gedacht. You kept up your end of the bargain, so will I. Your friend in a wheelchair was dragged off by some guys I'd never seen before. Your friend.
He said he knows the location of the survivor camp, the one everyone's talking about. The guys who took him wanted him alive. That's all I know. Na super. Okay, da hat's ja jetzt schon angedeutet. Wir müssen wahrscheinlich wirklich in den nächsten Parts hier jetzt etwas vorsichtig sein. Und uns ein bisschen durchschleichen und uns nicht erwischen lassen. Das wird übel, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das kann ich ja gar nicht. Okay, das schauen wir uns dann im nächsten Part an und hoffen, dass wir uns hier irgendwie durchwuseln können. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.